Gut. Dann müssen wir ein paar Gegenstände ablegen. Wir haben ja ein kleines Inventar, oder? So, PC von Jolle. ablegen. Den Mondstein könnten wir eigentlich weglegen. KP Plus. Sonderbonbon. Das Nugget. Die ganzen TMs eigentlich auch, oder? Na, ich lasse das mal so. Oh, wenn wir gerade schon mal hier sind. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, wo ist denn überhaupt mein Pikachu? Aber dann können wir hier uns gerade mal heilen lassen. Ich trinke in der Zeit noch mal was. Muss man jetzt den Zerschneider beibringen oder können die das direkt irgendwie alle? Muss ich gleich mal gucken. Jetzt möchte ich mir aber erstmal meine TM abholen. Und dann gehen wir nochmal in den Fahrradladen. Deine Pokémon können Zerschneider, bla bla bla. Du kannst kleine Büschel, bla. Zu guter Letzt schenke ich dir meine Lieblings-TM. TM 11. Blubberstrahl. Wasser-Pokémon können diese Attacken lernen. Blubberstrahl war, glaube ich, ganz geil. Das war das, was Dami da am Ende gemacht hat. So. Das war schief. Oh, das hier ist der Fahrradladen, oder? Nee. Aber hier waren wir noch gar nicht drinne. Plan. Sandan! Biki! Du bist irgendein Wasser-Pokémon, ne? Ja, ein Bisasam. Bisasam! Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam-Gehalt und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es sorgt. Ich! Ich nimm das. Wahrscheinlich brauchen wir irgendeinen bestimmten Orden dafür. Könnte ich mir vorstellen. Irgendwie Pflanzenorden oder sowas. Aber hier der Fahrradladen. Nee, da war der Typ mit dem Pimmel. Wo war denn der fucking Fahrradladen, Mann? Oder war das doch das kleine Haus hier unten? Wie das hier. Doch. So. Hallo, willkommen im Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. Möchtest du es haben? Tut mir leid, kann ich nicht leisten. Besuch uns doch mal wieder. Ach Mann. Ich meine, bei Gold wäre das so gewesen. Dass man da Werbung mitfahren konnte und das dann quasi kostenlos bekommen hat. Achso, ich wollte das mit dem Zerschneider wissen. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Weil da oben... Obwohl, da war ja noch ein Item. Gucken wir, ob das mit dem Zerschneider funktioniert. Oder ob ich wirklich erst die TM dafür brauche.
Nein. Ach, ficken, ey. Ist nur immer so, schau dir doch einfach auf dem PC ein paar meiner seltenen Pokémon an. Machen wir. Eine Liste von Bills Lieblings-Pokémon. Welches Pokémon möchtest du betrachten? Evoli. Flamara. Das kommt aus Evoli. Kommt das auch aus Evoli? Oder das... Ach genau, ist das nicht so, dass Evoli sich in drei verschiedene Pokémon entwickeln kann? Wenn man denen so bestimmte Steine gibt oder so? Und nun? Ja, hier kommen wir nicht weiter. Ach genau, die Karte wollte ich betrachten. Da oben sind wir. Das heißt, das Problem ist, ich bin jetzt hier irgendwie gefangen. Weiß nicht, wo ich hin muss jetzt. Ich komme nicht an das Item da oben dran, weil ich keinen Zerschneider habe. Oder funktioniert das hier irgendwie anders? Bei Gold muss man das einfach nur anquatschen, den Baum. Und dann hieß es halt so, yo, ne? Oder können wir da nach rechts? Durch die Wand hier? Ja. Okay. Ich habe nichts gesagt. Dann gehen wir erstmal hier lang. Okay. Oder nach rechts. Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal nach rechts. Das sah da noch so ein bisschen nach Zivilisation aus. Aber nur ein bisschen. Kommen wir hier rein? Ist ein bisschen komisch. Nee, kann ich nicht. Ja gut, dann können wir nur nach unten. Ja, wenigstens weiß ich jetzt, dass wir hier weiterkommen. So, was ist das hier? Tunnelpfad Azuria City, Orania City. Ja. Ja, Pikachu. Geht das jetzt nur in den Tunnel runter? Ja. Müsst ihr erstmal gucken, was hier so ist. Okay. Wir gehen über die mittlere. Den mittleren Pfad. Vielleicht gibt es da ja neue Pokémon. Die wir noch nicht kennen. Was haben wir denn hier? Ein Tauboss. Tauboga. Tauboss ist das letzte. Naja, können wir ein bisschen leveln hier mit unserem Glumanda. Was war das? 17? 17. Ja, wir versuchen es mal mit Dave. Achso, ich möchte wechseln. Ich bin doof. So. Meine Fresse, ey. Ich kann gar nichts. Zu mal wechseln. Lars!
Tauboga gegen Tauboga. Nur dass meins ein bisschen besser ist. Yay! Nice. So. Gehen wir mal weiter. Oh, was ist das? Ein Abra. Ein Oh, Level 7. Ja gut, kann ich mit meinem Glumanda mal ein bisschen Feuer unterm Arsch machen. Ach nö, jetzt ist es weg. So. Noch eins, bitte? Nein, ein Tauboga, meine Fresse, ey. Ich krieg... Get your shit together, Mann. Bitte nicht direkt töten. Dankeschön. Lars, du bist dran. Oh Mann, ich will einen Abra haben. Nur... Ich weiß jetzt nicht, wie geil das ist. Ach, Mist. Könnt ihr mir mal sagen, ob sich das lohnt, im Team mit dabei zu haben? Weil ich weiß es jetzt nicht. Abra. Oh. Abra ist aber auch so ein Psycho-Pokémon, meine ich. Wie auch Traumato, das Pokémon mit dem Pimmel im Gesicht. So eine Mischung aus... Nee, Traumato ist eigentlich ein... Ach Gott, wie heißt das? Ein Tapir, genau. Ich liebe Tapire. Die sind so süß und die machen ganz komische Geräusche. Ah. Sehr schön. Okay. Ah, hier war ja noch ein Haus, genau. Was ist denn hier überhaupt drin, ne? Ich leite diese Pension. Soll ich eines deiner Pokémon großziehen? Ah, stimmt, da kann man die Pokémon abgeben. Und die Level in der Zeit. Oh, soll ich hier Glumanda abgeben? Kostet aber auch ein bisschen Geld, meine ich. Nee. Da bis später. Eine Karte. Na gut. Ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob das jetzt gut war, dass ich meinen Glumanda da nicht abgegeben habe. Oder ob das schlecht war. Wo bist du? Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp! Jetzt rede ich. Der Durchgang ist versperrt. Warum? Ah, alles klar. Ich habe schon wieder den Tunnel hier vergessen. So. Was ist das denn hier? Eine Wand oder was? Nein, ich wollte da noch gar nicht runter. Ich wollte mit dir quatschen. Besitzt du ein Tragosso? Willst du es gegen Mashok tauschen? Ich habe kein Tragosso. Schade. Das ist aber ein ganz schön langer Tunnel. Schon viele Leute haben Dinge auf dem Tunnelpfad verloren. Ich habe da jetzt nichts gefunden.